Der Landkreis Ebersberg ist ein wachsender Landkreis in der Metropolregion München. Unsere Menschen freuen sich über eine längere Lebenserwartung. Unsere Kreisklinik versorgt jährlich immer mehr Patienten, rund 50.000 Bürgerinnen und Bürger, ambulant wie stationär. Das ist ein wichtiger Auftrag, den wir hier für die Menschen in der Region erfüllen. Die Kreisklinik Ebersberg hat sich in den letzten 10 Jahren massiv entwickelt und bietet neben einer hervorragenden Patientenbetreuung auch die spezialisierte Notfallversorgung östlich von München. Glücklicherweise ist es so, dass wir durch viele Spezialbereiche die Option haben, dass wir 95% der anfallenden Erkrankungen, die stationär behandelt werden müssen, bei uns in der Klinik behandeln können. Da sind wir auch sehr glücklich und stolz darauf. Das Entscheidende ist, dass wir einerseits eine exzellente Ausstattung haben, dass wir gerättechnisch sozusagen auf dem neuesten Stand sind und hier hinter Universitätsklinik in keinster Weise zurückstehen. Auch von der Expertise der einzelnen Chefärzte auf diesem Niveau uns bewegen. Gleichzeitig aber sozusagen viel enger aneinander dran sind und miteinander zusammen die Patienten betreuen können. Das ist natürlich in der Gastroenterologie insbesondere so, dass man mit dem Radiologen und mit dem Viszeralchirurgen natürlich eng zusammenarbeitet. Und das ist in Ebersberg in einer exzellenten Art und Weise möglich, was für den Patienten zu einem großen Benefit wird und weswegen eben die Arbeit in Ebersberg Spaß macht. Und auch mit der Küche ist eine Zusammenarbeit da, weil wir ja manchmal Dinge brauchen. Zum Beispiel, wenn ich einen Patienten habe, der neu Typ 1 Diabetes hat und jetzt über die Ernährung was lernen muss, dann funktioniert alles reibungslos und wunderbar. Wir haben hier einen sehr erfolgreichen sportlichen Landkreis. Insofern Champions League ist natürlich immer unser sportliches Ziel. Das heißt auch, wir wollen natürlich sagen wir mal, über die Grundlagen der jeweiligen Disziplin, denke ich, eben auch hinausgehen. Und da haben wir in der Kardiologie in den vergangenen Jahren sicherlich einige Projekte angestoßen, die sowohl struktureller Art sind, das heißt, dass wir uns so aufgestellt haben, dass wir Patienten für Notfälle jederzeit behandeln können, wenn es um Herzinfarkte, Schlaganfälle geht. Andererseits aber eben auch komplexere Untersuchungen, die heute mit modernen technischen Möglichkeiten durchführbar sind, auch anbieten können. Darüber hinaus sind wir zertifiziertes Traumazentrum, wir sind zertifiziertes Endoprothetikzentrum, was Kooperationen mit den großen Münchner Kliniken, mit den Orthopäden hier im Haus, mit den Physiotherapeuten draußen voraussetzt, und das macht uns stark. Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe besteht aus der ganz normalen Gynäkologie, im Rahmen der wir sämtliche Erkrankungen der Frau behandeln können. Die besteht auch aus unserem zertifizierten Brustzentrum und einer Dysplasieeinheit. Und ganz wichtig in unserer Abteilung ist natürlich die Geburtshilfe. Der Vorteil hier in Ebersberg ist, dass die Betreuung durch die Hebammen eine sehr enge ist. Die Hebamme ist sehr nah dran an den Schwangeren und an den entbindenden Frauen. Und das äußert sich auch in der niedrigen Kaiserschnittrate, die wir hier haben in Ebersberg. Die Frauen kommen auch gerne wieder. Sie kommen gern zum zweiten und zum dritten Kind wieder zu uns. Und diese Beliebtheit zeigt sich auch in unseren steigenden Geburtenzahlen. Die gute Teamzusammenarbeit schätze ich, dass jeder sich auf den anderen zu 100% verlassen kann. Dass wir auch gemeinsam auf Fortbildung gehen können, das ist natürlich besonders wichtig, finde ich. Das Team ist am Wachsen, das Team muss wachsen, weil immer mehr Patienten kommen. Und somit ist auch der Nachwuchs, die Auszubildenden unseres Berufes, uns sehr wichtig und werden sehr gefördert in der Notaufnahme. Wir sind sehr froh darüber, dass der Landkreis Ebersberg als Träger voll hinter uns steht und uns die technischen und personellen Möglichkeiten bietet, uns weiterzuentwickeln. Es macht Spaß, in diesem Umfeld zu arbeiten. Die Menschen stimmen, die Patienten machen Freude. Es ist manchmal auch natürlich anstrengend, aber der Erfolg, wenn man Patienten helfen kann, ist für einen eine echte Befriedigung. Es gibt an meiner Tätigkeit einen Sinn, und das macht es natürlich liebenswert und lebenswert. Ich kenne die Klinik ja von Kindheit an und muss sagen, es ist wirklich ein schönes Haus geworden. Wird eigentlich immer schöner, immer bunter, immer fröhlicher. Finde ich richtig gut. Der Patient ist hier in der Nähe versorgt, in seinem Umfeld. Wir können uns in kurzer Zeit zwischen den Abteilungen absprechen, um für das Patientenwohl schnell reagieren zu können und schnelle Entscheidungen zu treffen. Der Landkreis ist stolz auf seine Kreisklinik. Sie ist ein modernes Gesundheitszentrum in einem wachsenden Landkreis und ein wichtiger Standortfaktor für unsere Bürger. Auf jeden Fall möchte ich noch mindestens 10 Jahre hier bleiben.